Nein, ich bringe dir noch keinen Vorgeschmack. Wir warten immer noch. Nein, er hat zwar mein Bier schon gebracht, mein Chief von den Fans. Aber wir tun jetzt hier zuerst mal noch die alten Fangesänge singen lassen. Was ist denn der live bei dir vor Ort? Also was meinst du, wieso es der live kommt? Nein, er ist live bei dir vor Ort. Wenn er dir physisch ein Bier bringen kann, dann müsste er ja bei dir im Keller unten sein. Ja, richtig, das ist er auch. Aber er ist eben momentan scheuch noch. Er braucht noch ein paar Bier, bevor er sich da kann durchringen, seine Fan-Kür-Gesänge voll durchzugehen. Du, was ist jetzt los? Wieso hast du die Einladung nicht angelassen? Entschuldigung, ich habe den Knopf nicht gedrückt, so jetzt. Also, hast jetzt du die Partie starten gedrückt? Oder soll ich? Ja, wir sind beide. Ah, sehr gut, sehr gut. Also, Vasia Porto Kasse 0. Das bin ich. Ah, ich wollte sagen. Ja, liebe Zuschauer, jetzt wird es ganz übel. Schaut mal, wie viel Petty Cash du bekommst. 440'000! Yeah, baby! Sehr gut! Mit dem Kampf plus 1 ich kaufe jetzt einfach mal alles, was ich kann kaufen. Weiteres Teamtraining? Nein, das wollte ich nicht. Den Zauber brauche ich nicht. Bestechung kaufen wir auch mal. Halbling, Meisterkoch? Nein, komm, wir nehmen noch so einen Wanderapotheker dazu. Und wo ist jetzt der Zusatzwurf? Extra Teamtraining. Geht nach dem Bloodweiser Wave. Da, das, Teamtraining, da, der, hä? Einen weiteren Teamwiederholungswurf. Oh, jetzt habe ich nur noch 90'000. Dem kann ich ja gar nichts mehr kaufen. Mal, könntest du nochmal... Oh, hast du schon zwei Blattweiser? Ich könnte einen Söldner kaufen, aber wollte ich doch nicht. Nein, Blutweiser Babe habe ich noch keins. Nehmen wir auch. Von denen kannst du zwei haben, von jedes kommst du ein plus 1 Modifikator rüber. Also dann hättest du ein plus 2er sogar. Nein, ich habe jetzt zu viel Geld ausgegeben. Ich verschenke 40'000 einfach so. Aber ist gut, ich habe ein bisschen beschissen und ein bisschen gecheatet. Jetzt können wir loslegen. Krass, jetzt hast du zwei Blattweiser, ein Bribe, ein... Ja, okay. Sehe ich eigentlich irgendjemanden, wo ich was habe? Ich habe gar nichts gesehen. In Bezug auf was? Eben, was ich jetzt alles gewählt habe da. Ja, so, du bist auf der rechten Seite so dein Einkaufskorb, dort wird alles angezeigt, wo du reinklickst. Ah, siehst du, so schlecht habe ich geschaut. So, herzlich willkommen in dieser Hüpfburg. Wir sehen hier die weiss-russisch-korruptische Mannschaft. Mit dem puscheligen Bär. Genau. Hast du eigentlich Putin getauft? Ja, hätte ich wissen. Etwa so kommt er rüber. Ja, oh, wir haben, und wir da die, sieht man die Stars. Wir haben die gleiche Trikotfarbe. Was, sorry, jetzt habe ich dich gerade nicht verstanden. Deine Mikrofonverbindung ist heute so wahnsinnig schlecht, oder liegt das okay. Bei mir? Es liegt am Bier wahrscheinlich. Nein, wir haben die gleiche Trikotfarbe, sehe ich gerade. Das wird noch schwierig, uns auseinanderzuhalten. Das war das letzte Mal im Fall schon so gewesen, stimmt. Au, ja, Pech. Ich werde meine Leute erkennen, weil... Ah, ich darf als erstes. Ah, was mache ich? Muss ich zuerst verteidigen oder muss ich zuerst angreifen? Das letzte Mal habe ich in die Hose geschissen, weil ich verteidigt habe. Das Mal tun wir zuerst angreifen. Ich zeige dir gerade mal, wo es durchgeht, liebe Judy. Mhm, bin ich gespannt, ja. Okay, was ich nie verstehe bei dem Spiel ist, warum tut das Spiel die besten Spieler auf der Ersatzbank? Das verstehe ich auch nicht. Also, ich verstehe eh nicht, warum das es... Ah, hoi Skara, herzlich willkommen im Spiel der Spiele. Ich trete gegen den Tabellenführer an. Ich weiß so, gar nicht, ob ich Tabellenführer... Skara müsste eben mal den Spielplan updaten, aber der ist einfach zu voll dazu. Das hat er noch nicht, gell? Nein, der Penner. Macht nichts, das ist völlig okay. So, ich muss da schnell schauen. Wieso ist der Mike Patton draussen? Das kann ja gar nicht sein, der muss ins Spiel. Ich glaube, ich setze den Freddy raus.
Bist du endlich fertig? Kann ich endlich da so? Hallo? Ganz ruhig. Ja, brich in die Beine. Schau, brich in die Beine. Genau. Wir kommen schon mit dem ersten Fangesang von meinem Studiogast heute. Und er singt, los, Gump, Gump, leg die Hose mal richtig an, Gump, Gump, sonst kommst du nie mehr vorne da, Gump, Gump, der Jutti ist jetzt dran, Gump, Gump. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ist nicht so gut gewesen. Ich habe, wie gesagt, er muss sich noch ein bisschen aufwärmen, er muss noch ein bisschen mehr Bier in die Hose haben, sonst kommt auch das mit der Stimme nicht raus. Und meine Stimme ist ja eh viel zu tief für das Ganze. So, jetzt werde ich dich gerne schon mal hier innen haben, so. Bist jetzt du da, Mike? Jawohl, sehr gut. Nein, wenn du gehst? Nein, ich stand doch da über. Hallo. Wir greifen an. Der Fänger ist da, der Fänger ist da. Aber wo? Da. Du kommst sicher mal da hin. Was hast du da? Ah, zweimal Kontrolle ist mein Freund, gell? Ja, da. Setzen wir das mal so. Dann du musst blocken. Wieso? Der da und du da. Komm, da rüber. Eins, so. Ich setze sie da hin. Das ist der Blitzer, das ist der Blitzer, das ist der Blitzer. Warte schnell. Wollte ich wirklich den da? Nein. Wollte ich nicht. Wir machen das so. So, ich glaube, es ist gut. Wir können starten, oder? Mhm. Kann ich eigentlich nicht noch zusätzlich einfach, weil ich bin, einen zusätzlichen Spieler aufs Spielfeld bringen? Ja, ich glaube nicht. Schatz, jubel den Fans! Was? Sicher nicht! So ein Hey, das schießt mich jetzt schon. Ja gut, dafür geht er raus, das ist ja schon mal gut für dich. Ich habe in der Mitte vom Feld gespielt, möchte ich betonen. Ja, so viel zu deiner Zielsicherheit. Was? Ja, ich muss jemandem den Ball geben, gell? Ja gut, dann weißt du, mein Team sucht so viel Wodka, das ist nicht mehr mit seiner Sicherheit. Eben, bei dir ist Wodka, bei mir ist Bier. So, jetzt. Los geht's. Wir machen den hier hin. Der muss weg. Also. Das bedeutet. Ja, der, mit dem kommt wieder schon weg. Okay, alright. Du kommst mal eins führen. Machen wir das mal so. Ah, wollte ich schon gut haben. Aber ich habe Blocken, gell? Das ist okay. Komm, machen wir das so. Ja, das fängt ja, wirklich schon gut an. Das ist wunderbar. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann komme ich mit dir mal sicher da hin. Du kommst mal da hin. Ah, warte schnell. Mache ich vielleicht gleich nicht. Was? Du kannst so. Nein, du musst keinen Pass geben. Mol, Pass ist genau das, was du machen musst. Alles okay. Muss nicht sein. Wette ich eigentlich nicht. Komm du da rüber. Ich würde sagen, da hin. Dann komme ich mit dir. Ja. Einfach mal eins führen, das ist okay. Mit dir gehen wir hier rüber.
Du kommst hier noch führen. So, und jetzt muss ich schnell hoffen, dass du hier rauskommst. Das wäre jetzt noch nett. Sehr schön, danke. Stelle ich dich nämlich hier hin. Und wenn du da. Oh, der hat nur 50% ausweichen. Ja, mein Bär hat jetzt einen tollen Klammerschwanz. Ja, und das schaffe ich. Wow! Geil! Mike Patton, sing doch noch ein bisschen. Etwas von Faith No More oder so. Das wäre gut. Warte, es würde länger, wenn du eigentlich da eine stehen würdest. So. Und jetzt probiert der James Hetfield noch genau das Gleiche. Schau. Ah, bei ihm hat es geklappt, aber er hat es ja eh schon mit dem Rücken oder so. Oh, nur bei mir. Yeah, let's rock him. Schau da. Ah, ich habe noch einen. Nein, ich kenne mich. Du bist dran, oder? Ich bin dran. Aha, eben, genau. Ich habe nur gedacht, weil mein Tommy Vercetti sich nicht bewegt hat, aber das ist schon gut, dass sich der nicht bewegt hat. Hey, kann der so weit laufen? Ja, logisch, schwer. Ein Bär, der so weit kann laufen. So, also eigentlich ist ja meine Strategie jetzt gewesen, den Shooty ein bisschen auseinanderzubringen. Aber da ich ganz strikt Politik und Sport trennen, reden wir nicht über die Wahlen, die jetzt gewesen sind im Aargau, weil das würde den Shooty nur aufregen. Und ich will ja nicht unfair sein, aber ich weiss, Shooty seine Partei hat verloren. Weniger wie deine Partei. Ja, weniger wie meine Partei. Okay, abgemacht. Aber das kommt nicht darauf an, weil eben wir wollen ja Sport und Politik trennen. Das sind ja zwei Paar Schuhe, die jetzt hier nicht viel miteinander zu tun haben. Das eine ist blutig und das andere ist korrupt. Also eigentlich ist es schon ein Warhammer-Universum. So, und wir sind gespannt, was jetzt so der unser Herr noch alles plant und macht und tut. Wer steht da? Der Fetrov. Der steht irgendwie völlig am falschen Ort. Fetrov, gang weg. Wer ist der Fetrov? Der, der sich hier jetzt gerade dehnt. Ja, wer dehnt sich nicht? So, hast du deine Frostbeine eigentlich alle schön aufgewärmt jetzt? Oder was läuft? Oh ja, aber ich sehe jetzt gerade, ich habe da ein bisschen Zeich gemacht. Hast du ein Zeich gemacht? Ich glaube auch. Ja, das habe ich wirklich wieder anders machen. Das hätte ich wirklich anders machen können, finde ich also auch. Aber ich würde sagen, wir probieren es gleich. Was? Willst du gumpen? Gump! Gump! Oh, der K.O. Ja, jetzt! Gump! Gump! Oh, der K.O. Übrigens, rest in peace, Eddie Van Halen. Nur so nebenbei. Ein grossartiger Gitarrist hat wieder einmal die Welt verloren. Wobei, ich bin nie Van Halen Fan gewesen, also von dem her gesehen. Ja, ich kann nicht so. Ja, schau, jetzt kommt er tatsächlich und er geht so etwas vor, schnorren mit seinen langen Beinen. Komm und geh um. Sack. Ratte. Ah! Das! Sadowski, der Sadist! Der Sadist ist am Boden! Hat sich selber K.O. gesprungen! Hat sich selber K.O. gesprungen. Ja, gesagt, Van Halen, das trifft. Der Van Halen trifft. So, also, jetzt schauen wir mal schnell, wie können wir da aus dieser Affäre raus? Irgendwie gar nicht.
Nein, kommt nicht so weit über den Tag. Keine Chance. Komm ich da durch? Du hast da zwei Leute, gell? Wer bist du? Du bist ein Fänger. Du bist irgendwie einfach am falschen Ort dort. Was bist du? Du bist auch ein Fänger. Okay. Du bist kein Fänger. Du könntest aufstehen, damit du da ein bisschen Platz machst. Weißt du was? Ja, stand du dem da mal vor die Fresse. Das finde ich eigentlich okay. Und du, Base, wenn du schon ganz frei bist, dann lauf doch du mal dahinter. So, sehr gut. Jetzt könnte ich dem da noch eins in die Eier reinschlauen. 28%? Oh nein, das machen wir nicht. Das machen wir ganz sicher nicht sogar. Gut. Wenn ich mit dir hier hinkomme, kann ich dich dann nachher hier nicht kicken. Wenn ich hier hinkomme, bringt das auch nichts. Mike, du bist gefragt, so wie es aussieht. Ja? Also. Machen wir das schnell so. Du. Kommst. Da rein. Du. Kommst. Nicht da rein. Wieso unterstützt er jetzt da nicht? Das ist einfach etwas, was... Machen wir mal, der unterstützt 100%, der unterstützt, aber ich habe auch eine Unterstützung. Aha, ich habe doch die Kontrolle eingeschaltet, wieso sieht man es denn nicht? Hat sich es automatisch wieder ausgeblendet? Das siehst du nicht bei Kontrolle, aber wenn du auf mich draufklickst, ohne anzugreifen, siehst du ja, wer ihn unterstützt. Also du müsstest anzeigen, Unterstützung von Cobain haben und von meinem Dimitri. Jetzt machen wir das in dem Fall so. Genau, so müsstest du jetzt eigentlich zwei Assists haben und ich einen. Jawohl. Gibt's nur eine Schiebung? Dann schieben wir die halt. Woher schiebe ich dich aber? Ja, komm, ich schiebe da mal zwischen nie. So, jetzt muss ich einfach da schauen, dass ich... ...dem... ...da hinkomme. Dann ist der steht ja auf, Scheiße. Nein, nicht so. Laufen wir mit dem so durch. Dem so. Nein, du musst nicht den Pass geben. Du musst nicht den Pass geben. Plus ein Foulwurf, was bedeutet das? Das heisst, dass der dich unterstützt beim Foul, durch das wird meine Rüstung um eins runtergesetzt. Was? Jetzt? möchtest du eine Bestechung versuchen? Ja, natürlich. nicht funktioniert. Scheiße, ja. Scheiße. Ach Mensch. Das war jetzt nicht so gut. Aber wenigstens ist er gelähmt. Immerhin etwas.
Ist jetzt der eigentlich für mein ganze, für das ganze Spiel vom Feld? Ja, gell? Der kommt nicht mehr. Der kommt gar nicht mehr, der ist weg vom Fenster. Forever. Forever ever. Scheiße. Das war ein Blitzer, den ich da rausgeschmissen habe. Ne? Oh, mein Bär macht wieder mal auf blöd. Bist du ein Dummkopf? Wie ein Morgen, ja. Ja, ich gebe es zu, ich war vorhin eben auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil ich gesehen habe, ich habe nur noch 10 Sekunden oder 15 Sekunden Zeit. Und dann habe ich gedacht, ich müsste hier schnell machen. Das ist halt so, mein Ding. Wenn ich schnell mache, dann passieren so Sachen, wie dass ich jemanden in die Eier tritt. Und dann werde ich dafür bestraft. Aber es ist schon scheiße. Wieso hat das mit dem Bestechen nicht funktioniert? Normalerweise, bei anderen funktioniert es immer, aber bei mir nicht. Oh, schön. Super. Hast du gut gemacht. Was hast denn du da überhaupt noch für Leute? Die sind ja irgendwie gar nichts am machen. Die tänzeln immer rum. Also, wer will wissen, ich weiss, man sieht nicht so gut den Unterschied zwischen den radikalen Rockers und den Judy's Longleg Jumpers. Aber all die so blöde Fortnite-Tanz machen, das sind alle Judy's Hopsers. Und all die da stehen und beide Beine fest auf dem Boden haben, das sind die radikalen Rockers. Und die mit den schönen Namen, das sind die Radikalen. Und die mit den Bestechungsnamen, die alle korrupt sind, das sind die, die mit Offs aufhören. Mit Off oder Ski. Jetzt kommt der Sieg schon wieder auf KO. Ey, nein, ich glaub's nicht, du viel einer mache ich heute. Oh, der KO! Jetzt komm! Komm! Ey, jetzt habe ich hab schon 4 Einer gemacht. Sehr schön! So gehört sich das, mein Lieber. So gehört sich das. Mit dem muss ich weg nachher. Aber eigentlich müsste der da vor allem weg. Jetzt, wie bringe ich den weg? Der ist von mir da, oder? Ja. Risky, risky. Risky, Risky am Arsch! Das gibt ja eine schnelle Runde da, du! Mensch, Meier! Bist du dran? Mhm. Wie gesehen ist? Hure Sieg! Weißt du, meine hat ausweichen, aber er schafft es nicht. Ja, weil ich habe fliegenden Tackle, das ist eben ziemlich scheiße bei dem Skill. Ich sehe es schon, die Würfel werden wieder gegen mich sein. Ja, ich hab's gewusst. Das wollte mich jetzt schon anschießen. Ich schieße auf den Apotheker. Also, jetzt habe ich schon 2 Spieler weniger, hä? Hast du Blocken? Leider nein. Oh. Wenigstens das nicht. Mein Gott. So, also, komm, was machst
Gehst auf? Mit Jim Morrison hat sich noch kein einziger Meter bewegt. Mal ein Feld. Ein Feld ist er auf die Führung gelaufen. Mehr hat er noch nicht gemacht. Aber mehr muss er ja auch nicht machen. Braucht sie auch nicht. Hey, schau das Eis! Nimm das! Wieso? Jawohl. Aber wieso kann ich keine Rerolls nehmen? Okay, also. Was bist du? Ein Werfer? Mein Gott, 4-1er. So wird das natürlich nicht mit Hüpfen. Nein, nein, so wird das nicht mit Hüpfen. Das sehe ich auch so. Nein, 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 du musst nicht blitzen da. Gruppe schieben. Ja, ficke Lände! Sehr schön. Das war ein guter Schlag. Mach das mal. Ja, das würde ich nicht sagen. Ja, nein, jetzt habe ich es für das Game. Ah, ich muss jetzt schon mit meinen Yoga-Stunden anfangen. Ich weiss ja, dass die Würfel nicht gut sind für mich heute. Ich weiss es ja. Ja, was? Du hast 4-1er, sag ich nur. Ja, du kannst jetzt den Ball nehmen. Das, im vierten Zug. Also weißt du. Ja, ich probier's, Kara, ich probier's. Ich mach jetzt hier noch ein bisschen. Also,
Wie können wir den Jouti noch zu Fehler provozieren? Mal überlegen. Ja, wir haben ja immer noch einen Fanchor, den ich bringen sollte. Aber der geht eben etwas länger. Da brauche ich dann seine volle Aufmerksamkeit. Schreibt man das nicht mit K am Band? Ah! Sehr schön. Ja, weil das heisst nicht chillen, liebes Kara. Ich muss ihm nur verwirrt recht geben, das heisst killen. Aber momentan läuft es eher auf Selbstmord aus, als dass es irgendwie auf etwas anderes rauskommt. Smudo liegt immer noch am Boden. Der ist am Chillen hier. Schau mal, unser Chiller, der Smudo. Der geniesst es gerade. Was machst du? Ja, schlag mich zu Boden. Ah, ich habe ausweichen. Sehr schön. Gut gemacht. Liebe Base, einmal für einen ist etwas Gutes gemacht. Aber eben, du kannst jetzt den Ball aufheben und ich habe keine Chance, mich hinzukommen. Also eigentlich ist der Touchdown schon auf sicher bei dir. So ein Quatsch. Weißt du, mein Problem ist einfach, dass ich ein risikofreudiger Spieler bin. Und darum ist das Spiel ein völlig falsches Spiel für mich. Weil Risiko wird in diesem Spiel selten belohnt. Ja, würde ich so nicht sagen. Was würdest du so nicht sagen? Dass du jetzt nicht zu einem Touchdown kommst? Also hey, das, schau mal, ich bin total in meiner Hälfte und du... Das ist, also wenn das ein sicherer Touchdown ist... Ja, ich habe zwei Spieler draussen. Wie viel hast du draussen? Ja, schau mal. Einen, aber der kommt wieder. Meine kommen nicht mehr. Meine sind am Arsch. Weisst du, ich habe mich da so schön durch die Mitte durch die Box. Wirklich so etwas von schön durch die Mitte durch die Box. Und nachher, was macht er? Er geht auf die Schnorren, der Tommy Versetti. Einmal im Leben geht er auf die Schnorren, das ist genau dann, wenn er nicht sollte auf die Schnorren fallen. Genau dann fliegt er natürlich auf die Schnorren. Ist ja logisch. So, komm, mach, ich will spielen. Gib mal Gas. Ja, schieb mich noch ein bisschen um. Das hast du mir jetzt zum Puschelbär geschickt. Der Klaus hast du zum Puschelbär geschickt. Ja, das ist ja, der will doch ein bisschen puscheln und kuscheln. Hey, sehe ich das richtig? Irgendwie vier Leute um den Bär herum. Ist ja geil. Jimi Hendrix, stand auf! So, es gibt Drogen, stand auf! So wird das Team motiviert. Gut, Smudo, für dich gibt es keine Drogen, weil du konsumierst ja keine Drogen, aber auch du darfst im Fall aufstehen. Es ist im Fall völlig okay, wenn du aufstehst. Stand auch du gerade hier hin. Ja. So, dann muss Tommy auch aufstehen. Weißt du was? Nein, das machen wir nicht so. Ich stand hinten hin. Also. Ist doch egal. Dann haben wir hier eben den Base. Der muss hier ausweichen. Habe ich irgendeine Chance gegen den Puschelbär? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Was für eine Chance denn? Die Chance des Verzweifelten. Ja, genau. Also, wer bist du, Mike? Schaffst du da raus? 33%? Nein, das sieht schlecht aus. Dann sind wir die 67 da doch lieber. Nein. Hey,
Was ist los? Ich kann ausweichen und alles Mögliche. Aber... Schau mal, ich habe zwei Spieler, die haben fliegender Tackle. Und das ist der Skill, den ich da mal nutze, wenn du dort rausdodgen willst. Also ich kündige jetzt schon mal eine längere Pause an. Weil ich muss schnell meine Yoga-Stunde kontaktieren. So, die lange Pause ist schon vorbei. Ich bin schon wieder da. Und was hast du gemacht, den Baum? Den Yogi-Bär habe ich gemacht. Nein, ich habe den. Das sind Dinge dreckig. Den Fingerdrei gemacht. Wobei, der ist noch nicht ganz fertig. Den muss ich jetzt noch schnell vollenden. Also, weil ich ja jetzt weiss, dass das Spiel gegen mich ist, also eigentlich weiss ich ja schon lange, das Spiel war noch nie für mich gewesen. Aber weil ich weiss, dass ich jetzt heute werde einfach voll auf die Fresse bekommen, muss ich meine Taktik ändern. Das heisst, mein Ziel ist immer noch, den Jouti zu schlagen. Aber ich muss meine Taktik ändern. Ich weiss nur noch nicht genau wie. Weil es fehlt nur noch, dass man irgendwie der Nächste verletzt wird. Und das wird sicher auch gleich passieren. Hoffe ich sehr, ja. Wer habe ich eigentlich da hinten noch? Ah, der Jimi Hendrix, der steht ja noch. Wow! Besser als der Jim Morrison, sehr gut. Gehst du jetzt auf die Schnurren, bitte schön? Ja, jetzt gehen wir beide auf die Schnurren. Soll ich das machen? Ich glaube, das mache ich. Das war eben mein letzter Zug. Ja, ja, geh mal auf die Schnur. Ei! Der Anton ist gestunt! Ja, das ist klar. Wenn der Anton aus dem Tirol kommt, dann. Nein, der kommt aus Weißrussland. Aha, ja, ja, gut, das ist ja fast das Gleiche. Ich sehe einfach nicht, wenn Kontrolle an ist. Das ist zum Kotzen. Also komm, Jim Morrison, auch für dich gibt es Drogen, stand auf. So, du kommst mal da rüber. Du kommst mal da rüber. Steh mal auf. Der ist schon verdammt schnell, das ist zum Kotzen.
Hey, kann man den Bär... Nein, der hat Stärke 5. Also gegen den hast du eigentlich keine Chance. Mal, du, wenn du genug rumstellst, hast du schon genug Assist, um ihn zum Wegbashen. Aber es sind 4 Leute und es reicht nicht. Ja, aber 2 liegen zum einen am Boden und zum anderen werden sie aber von mir getackelt. Also bringst du jetzt maximal 2 Assists an, dann kommst du auf Stärke 5. Müsstest du aber einen haben, oder? Ah nein, der ist natürlich dort auch noch für ihn blockiert. Hat der Scheissbär denn auch irgendein so ein hure verdammtes Tackling-Zone-Zeug, oder was? Ja, der hat einen Klammerschwanz, aber du gehst natürlich aus meiner Tackle-Zone, aus meinem Klammerschwanz in eine Tackle-Zone von mir rein, dann hast du noch einen zusätzlichen Malus. Ja, also auf Deutsch gesagt, ich komme da gar nicht raus. Mal mit dem 5 Plus. Ja, genau, stimmt. Du siehst das sehr, sehr pragmatisch, Scheiße. Hast du Ausweichen, mein Junge? Nein, du bist wurfsicher. Vielleicht kann er sich ja rauswerfen aus der Tackle-Zone. Ah, das wäre... Vielleicht müsste er einfach kommen. Komm! Genau. Du hast doch irgendeinen mit Jump, oder? Ja, aber schau, weißt du, wenn ich jetzt nichts riskiere, dann mache ich ja gar nichts. Also muss ich ja... Ich muss irgendetwas riskieren. Es ist zum Kotzen, aber... Ja, es ist zum Kotzen, aber... Einfach zuschauen. Ja. Finde ich eine gute Strategie. Guter Bär. Nein, der Kurt! Ach, komm, leck mich. Nein, beim Kohl lohnt sich das eigentlich eh nicht in den Apotheker einzusetzen. Das hast du schon richtig gemacht. Ja, also weißt du, ich kann eh nichts mehr machen, ich bin am Arsch. Das Spiel ist immer voller Überraschungen. Nein, so ein Scheiß, Juti. Schau, du hast hier so dein mega Käfig. Ich komme nicht rein, du kannst ihn übergumpen. Dein Bär... Ich habe keine Chance, aus diesen Klauen rauszukommen. Wir liegen die Leute nur am Boden. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Also weißt du, das ist so ein Spiel, wo ich finde, so leck mir am Arsch. Wieso spiele ich das Spiel überhaupt? Wieso tue ich mir so etwas an? Ja, ich glaube, das kommt jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich warte darauf, dass Blood Bowl 3 rauskommt und dass das irgendwie ein bisschen ausbalancierter wird sein. Echt. Weißt du, das eine ist schon, ich schaue zu wenig, wer was, welche Fähigkeiten hat und wie so was und warum überhaupt, dass was passiert, wer kann wer unterstützen und so. Das ist aber einfach, weil ich zu wenig das Spiel spiele, weil es mich auch zu wenig begeistert, weil es mich zu fest aufregt. Und zwar genau aus solchen Grund. Ja, okay, Blood Bowl ist seit 25 Jahren gleich, das mag sein, aber es ist alles andere als ausbalanciert. Weil wenn du mal, gut, ich weiss, es ist bei Würfelspielen ist es so, wenn du einen schlechten oben hast und die Würfel nicht liegen, dann verlierst du. Dann hast du einfach immer scheiß Würfel und es ist einfach... Aber dann solltest du einfach können, einfach hören. Ja, aber schau mal, wie viel einer, dass ich gewürfelt habe. Weißt du, also ich finde nicht, dass es jetzt immer bis jetzt unausgewogen ist vom Würfelglück, darum... Auch ich hatte meine Pechwürfe. Nein, das stimmt. Das stimmt. Aber das Problem ist, deine Mannschaft ist zu stark, für dass ich jetzt noch irgendetwas dagegen machen könnte. Nein, Quatsch. Wartet's ab. Hey, wartet's ab. Sind 3 Jungs sind um den Bär herumgefangen. 4 Jungs sind um den Bär herumgefangen. Ich bin nicht aus dieser Klauen rausgekommen. Wenn ich es probiere, muss ich Risiko machen. Wenn ich Risiko mache, verrecke ich. Also weißt du, ich kann froh sein, bin ich nur K.O. und nicht gerade gestorben. Und das muss ich 4-mal machen. Also hallo? Das ist nicht ausbalanciert. Okay, da kannst du jetzt sagen, das sind Blattballregeln, oder? Weil sich der eine so skillt, der andere so.
dass man sich so kann skillen. Nein, das ist Standard, dass der fliegende Tackle ist. Du musst natürlich schon ein bisschen auf die Skills schauen, die einzelnen Spieler haben. Ach ja, lernen wir's. Ich merke einfach, Plattball spielen tut meiner Seele nicht gut, es regt mich nur auf, weil... Nicht, weil ich es nicht checke, sondern weil ich mehr Pech habe, vielleicht, als Glück. Ich meine, aus 8 Spielen hatte ich in einem Spiel Glück gehabt. Und das war gegen Eldrier. Wobei, das stimmt nicht einmal. Er hat einfach mehr Pech gehabt als ich. Und mein persönliches Problem ist, ich bin zu risikofreudig für das Spiel. Habe ich überhaupt noch Leute? Jede Menge. Ja, also einfach 3 kann ich mal nicht brauchen. Die anderen sind viel zu weit hinten und viel zu weit weg. Nein, jetzt ernsthaft, du bist im Fall wirklich noch gut aufgestellt und du hast noch absolut Möglichkeit, das Spiel zu reissen. Es ist 0-0. Die erste Halbzeit ist so fast vorbei. Einfach konzentrieren und easy weiterspielen. Es kann sich so schnell ändern. Und du hast noch alle Möglichkeiten. Ja, der erste Touchdown hast du auf sicher. Nein, nichts ist auf sicher. Ja, was? Nichts ist auf sicher? Hör doch auf, du hast noch 2 Züge Zeit und das reicht gerade.
Super, und jetzt kommst du nicht weiter weg. Weil du genau der bist, der weniger Bewegung hat. Das hat mir genau nichts gebracht. Also so toll sind die Würfel überhaupt nicht.
Kannst du noch einen Reroll machen? Ja, soll ich? Ja, das ist dein letzter. Ja. Bist du jetzt nicht zu Boden? Weil du scheiß Ringen hast, ja, ist gut. Nein, du hast einen Skull gemacht. Ich habe einen Skull gewählt. Da gehst du zu Boden, nicht ich. Ja, das läuft super, ja. So, machen wir kurz die Yoga-Pause. Ja, ich brauche erst frische Luft. Das tut mir doch schlau. Machst du Pause? Du bist ja da. Ja, ich mache Pause, sobald es so weit ist. Deine kommt, meine nicht, oder? Fick dich einfach hin.